Landesrat Johannes Rauch und Vorarlberger Grünen-Chef Peter Pilz scheint nun zu überlegen, eine eigene Liste aufzustellen. Sie haben mehrmals kritisiert, dass nun halt Peter Pilz nicht mehr Teil der Grünen ist. Können Sie sich vorstellen, dass eine solche Liste wirklich kommt und wird die Unterstützung finden innerhalb von Grünen oder nun enttäuschten Grünen? Können Sie sich das vorstellen? Das ist Kaffeesudleserei, das weiß ich nicht seriös. Mir tut das leid, das ist nicht meine Entscheidung, habe die nicht mitgetragen. Es ist ein großer Verlust für uns. Wir hätten ihn gebraucht in diesem Nationalratswahlkampf entschieden, haben die Delegierten mit etwas über 50%. Das muss man zur Kenntnis nehmen, ob es einem passt oder nicht. Insgesamt stellt sich ja bei den Grünen ein Generationswechsel dar, wenn wir ehrlich sind. Also Johannes Rauch, Sie sind schon relativ lange dabei, Peter Pilz ist nun nicht mehr dabei, eine weitere kritische Stimme, Herr Vogelhuber, ist auch schon länger Geschichte. Wo positionieren sich eigentlich die Grünen, nämlich die alte Aufdecker-Kritikpartei auf der linken Seite? Die Stimmen, die man da kannte, sind eigentlich nicht mehr da. Wo sind Sie, die Grünen, jetzt und vor allem in der Zukunft, mit welcher Positionierung? Umweltschutz allein wird ja nicht mehr reichen. Gut, da ist ein Generationswechsel im Gang, wie in jeder anderen Partei auch. Denen geht es vor allem auch darum, die großen Zukunftsfragen zu lösen. Also wenn ich mit den Jungen rede, dann bewegt die Frage Klimaschutz massiv, auch die Frage Flucht und Asyl massiv, durchaus auch kritisch, nicht nur, wir können eh alle aufnehmen, das ist nicht das Thema, und die bewegt auch die Frage, wie werden wir in Zukunft unsere Jobs haben? Also Stichwort Digitalisierung, wenn wir davon ausgehen, dass im produzierenden Bereich ein Drittel der Arbeitsplätze wegfallen wird, dann muss man sich überlegen, wo sind dann die Arbeitsplätze? Das sind die Fragen, die die Jungen bewegen, die nicht gelöst sind. Sie sagen gerade eben, wie will man Problematiken der Migration lösen, auch etwas kritisch. Wo sind die Arbeitsplätze der Zukunft? Haben hier die Grünen aktuell wirklich Antworten? Es scheint nicht immer so zu sein. Keine einzige Partei hat die Antworten. Also wer das behauptet, lügt. Die Dinge sind inzwischen so komplex, dass meine Überzeugung ist, wir können die ganz großen Fragen sowieso nur in Zusammenarbeit jedenfalls der europäischen Länder lösen. Und wer davon träumt, dass man die Grenzen abschotten kann und Österreich aus der EU austritt und sein Zeug wieder alleine macht, der träumt. Der große ostasiatische Wirtschaftsraum auf der einen Seite, Amerika auf der anderen Seite, und da soll dann ein kleines Land die Dinge selbst lösen, geht nicht. Also wir werden darauf angewiesen sein, in Europa gemeinsam zu Lösungen zu kommen und daran zu arbeiten, wie wir die Zukunft gestalten. Und da ist jeder aufgerufen, mitzumachen. Die Antwort und die Lösung gibt es nicht, und wer behauptet, die zu haben, verspricht das Blaue vom Himmel.